So, und damit herzlich willkommen zurück zu Super Mario Odyssey. Ja, wir sind hier stehen geblieben bei dem Koopa Freerunning. Mal sehen, wie es so laufen wird. Ich bin gespannt. Und gespannt ist sogar eine Untertreibung. Denn ich bin heiß wie Frittenfett. Nein, also schon ja, aber ich habe echt Angst vor diesem Freerunning. Nun gut. Ziel bleibt immerhin das gleiche. Oh, ich habe eine Idee. Der goldene Koopa, der hat da schon eine gute Idee mit dem mit der Stampfattacke, aber ich glaube, hier habe ich den kleinen Vorteil. Hier habe ich, glaube ich, den kleinen Vorteil. So, mal sehen. Ah, ich glaube, die Idee ist gut. Die Idee ist gut. Ich glaube, die Idee ist wirklich gut. Dass ich dann dort mit einem Walljump, das wollte ich sagen, mit einem Walljump und dann Cappy-Sprung da hoch, wird halt sehr knapp sein, sehr knapp bemessen, aber komm, no risk, no fun, würde ich mal sagen. So, gehen wir hier hin. Du musst natürlich auch wissen, was du da drückst. Sehr schön. Es hat funktioniert. Es hat funktioniert, ist das klasse. Es hat funktioniert. Besser als der goldene Koopa. Puh. Ich hätte ehrlich gesagt nicht gedacht, dass das funktioniert, aber... Mein Gott, das reicht mir. Das reicht mir. Ich freue mich sehr. Okay, wahrscheinlich unten bei der Sphinx wieder? Mond, ich weiß es nicht. Ich nehme lieber einen Cheep-Cheep mit. Ah, hier. Das kann man schlecht übersehen. Ja, das hohe Steinregal im tiefen Meer. Gut, dann gehen wir uns hier hin, zum Glaspalast. Denn dort haben wir ja noch drei Monde in der Umgebung. Ah, einer ist eine Notenjagd, ich freue mich. Das aktiviere ich aber nur mit dem Cheep Cheep. Ja, und ich weiß auch warum. Irgendwie geschafft. Ich dachte, da reicht die Zeit nicht für den Cheep Cheep, aber hat noch geklappt. Sehr gut. Notenjagd im Meer. Gut. Gut, gut, gut. Gut, gut, gut. Da sollte irgendwas hier noch sein, in der Nähe. Okay, hier drunter wieder. Hier drin wird wieder was sein. Ja, eine Notenjagd.
Mist. Ja, können wir vergessen. Ich bleib einfach mal. Ich muss, glaube ich, aus der Umgebung raus. Ansonsten bringt mir das wenig. Okay, schwimmen wir mal woanders hin. Schwimmen wir woanders hin und wieder zurück. Na, guck mal, da sind noch Coins. Die kann ich natürlich gebrauchen. Da wir ja noch... da wir ja noch 9.999 oh, gerade eben geschafft. Oh Gott. Ja, egal. Füllt sich hier wieder auf. Danke, Meeresgrundlabyrinth. Puh, das war jetzt nicht die einfachste Aufgabe, aber wir haben es geschafft. Von daher sage ich einfach mal easy. Gut. Ein Hase, der mich wieder ärgern möchte. So, komm her. Komm her. Sehr schön. Haben wir ihn. Hoppeli-hopp im Glaspalast. Okay. Dann ab nach drüben. Hier haben wir ein Tic-Tac-Turnier. Danke, Dory. Oh, nee. Ja, das war auch ein bisschen blöd. Also ich wollte da eigentlich diesen Long Jump machen, aber naja, ging nicht. Was heißt ging nicht? Ich war einfach nur zu schlecht dafür. So, siehst du? Ist durchaus möglich. Sehr schön. Tic-Tac-Turnier 3, das haben wir. So, dann kann es auch weitergehen. Da sehe ich noch einen weiteren Mond. Der kann sich hier nicht verstecken. Das lasse ich nicht zu. Komm her. Entdeckung Unterwasserstraße West. Ich nehme dich hier. Okay, dann nicht. Hier da drin ist nichts. Okay. Ich bin ein wenig überrascht, dass sie hier nicht mehr draus gemacht haben. Was soll hier denn sein? Ich weiß nicht. Welcher Mond ist denn das? Dann kann ich ja vielleicht sagen, das Mond ...61... ...61... Schillernde Stelle. Ich sehe keine schillernde Stelle. Aber hier soll eine sein. Ah, hier.
Okay. Wahrscheinlich habt ihr die schon gesehen und denkt euch so, hä, warum sieht er die nicht? Ja, gut. So. Und dann soll hier noch irgendwo eins sein. Nee, da nicht. Da irgendwo. Da weiß ich jetzt auch nicht. Ah, dort. Wenn das... Nee, das ist nicht damit gemeint. Hm. Die ja, ich glaube hier an der Stange irgendwo wird was sein. Ich glaube, dass ich da schon richtig bin. Und ja, bin ich. Ich muss Cappy raufwerfen. Weil für eine Stampfattacke ist der Platz einfach zu gering. Das Leuchten neben dem Leuchtturm. So, und dann haben wir gleich auch das Küstenland fertig. Also das ging jetzt doch schneller als gedacht. So. Was haben wir hier? Hier hatten wir ja... Ah, hier, okay. Das war dann doch, das ging schneller als gedacht. Das trifft's, glaube ich, gut. Ha. Huh. Gut. Und hier irgendwo muss dann der Subraum sein. Wie gesagt, hier irgendwo. Ah, da unten. Da unten. Sehr schön. Oh, die Dinger. Ich freue mich. Ich freue mich. Die da weggeschossen werden, ist ganz nett. So. Hm. Ich weiß ja nicht, ob hier oben irgendwas versteckt ist. Nee, aber da hinten. Oh Gott. Wie soll ich denn das da hinten aufbekommen? Ah. Ich hing ja im Boden. Oh Gott. Okay. Ich hab's gesehen, aber nicht kapiert. Warte mal. Ach so! Warte mal, das erklärt's. So, nein, das muss dahin. Nein, du bist zu weit. Okay, warte. Und dann der hier. Ah, zu weit. Eieiei. Geht mal weg da. Geht mal weg. Geht mal weg, ihr nervt. So, warte mal. Ja. Da haben wir den Mond. Da haben wir ihn. So. Haben wir schon mal das geschafft. Sehr schön. Das ist eine schöne Idee. Gefällt mir.
Nein, ich habe schon wieder meinen Vogel zerstört. Was soll denn das? Da habe ich den Vogel wieder abgeschossen. Mein Pieksmatz. Oh Gott. Gut, aber wie ich da reinkomme, weiß ich immer noch nicht. Geh mal weg da. Wahrscheinlich muss ich hier irgendwas frei schießen. Vielleicht so wird wie ein Schalter oder so. Nur die netten Herren, die nerven mich ein wenig. So. Dann komm mal her. Nee, das war falsch. Ich glaube, das wird schon in der Mitte sein. Okay, das ist ein Herz. Kann ich später mal gebrauchen. Ja, kann ich jetzt gebrauchen. Ja, aber da muss ja irgendwie. Schalter sein, aber jetzt fällt's mir auf. Ja. Dachte ich mir. Okay, ich verstehe es jetzt. Und ich riskiere mein Leben. Ich muss da anders stehen. Ja. Sehr gut. Dann haben wir's. So. Ja, man muss nur mal ein bisschen hier überlegen. Dann schafft man es auch. Sehr gut. So. Ein bisschen nachdenken tut nicht weh. Ja. Das tut aber weh. Und dann begeben wir uns zum Leuchtturm. Denn hier irgendwo ist... Da sehe ich das schon. Der letzte Schornstein, der letzte Subraum. So. Ich guck mir das erstmal hier von oben an. Ich habe trotzdem so ein kleines Problem. Ich weiß trotzdem nicht, wo der andere Mond sein soll. Wird wahrscheinlich irgendwo drunter sein oder so. Irgendwie irgendwas Ekelhaftes. Oder den bekommt man, wenn man alle Stachis hier runter kickt. Das kann ich mir auch gut vorstellen. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Dass einer der Entwickler kein Fan von Stachis ist und ich die jetzt so kaltblütig ausschalten muss. Ich weiß es nicht. So, warte. Zack. Sehr schön. Ja, ich glaube, das wird irgendwas mit den Stachis sein. Ich glaube, dass wir die Stachis ausschalten müssen. Und
Das ist sehr realistisch. Das sehe ich als sehr realistisch an, dass das meine Aufgabe sein wird. Die armen Stachis. Oh Gott. Oh Gott. Oh nein. Okay, nee. Ich, das waren doch nicht die Stachis. Die Münzen haben mir es gezeigt. Aber ja, konnte ich von oben nicht sehen. War gut. Das hat mich dann doch am Ende überrascht. Finde ich gut. Ich dachte wirklich, ich würde da in meinen Tod stürzen. Aber nein, dem war nicht so. Ah, Stachi, geh runter. So, die kleinen Monde, die kann man ja noch mit Cappy holen. Den großen Mond nicht. Nun ja, ist ja auch nicht mehr so wichtig, denn wir haben damit das Küstenland in dieser Folge abgeschlossen. Und ja, ich bedanke mich fürs Zusehen. Das war's mit dem Küstenland. Es hat Spaß gemacht. Kurz gucken, was das nächste Land wäre, wo wir uns dann wiedersehen. Wir begeben uns direkt zur Odyssee. Mal sehen. Zack. Alle Monde mal kurz einzahlen. Wir haben 620 Monde. Ist auch eine stolze Summe. Wir gehen dann zunächst ins Schlemmerland. Da sind hier nur noch so viele Monde zu holen. Die lila Münzen haben wir ja zum größten Teil alle geholt. Das, war ja da sehr entspannt. Ich würde aber mal sagen, vielen Dank fürs Einschalten. Wir sehen uns dann im Schlemmerland. Bis dann auch rein und tschüss.